Ewig trägt im Mutterschoße, süße Königin der Flur. Christine Fausten hat Josef Hauers Klaviersatz für Akkordeon transkribiert und begleitet sich selbst. Das tut sie bei Vernissagen häufig, denn ihre Musik und ihre bildnerischen Arbeiten haben viel miteinander zu tun. Die lebensgroßen, stehenden Figuren, die im Raum verteilt sind, scheinen zu lauschen. Sie sind leuchtend bunt, sie haben menschliche Gestalt. Diese Klänge sind ihnen vertraut. Sie sind genauso fragil, genauso schwer bestimmbar, genauso fein ausbalanciert wie sie selber. Die Hände der Künstlerin, die jetzt über die Tasten gleiten, sind auch über sie geglitten. Sie haben sie zusammengenäht, denn sie bestehen aus Stoff. Es sind alles entweder so abgelegte Kleider von meinen Familienmitgliedern oder von Freunden, als auch meine eigenen Kleider. Es haben sehr viele sehr persönliche Bezüge. Es sind viele Stoffe dabei, die Geschenke waren, die mich interessiert haben von der Struktur und Farbe. Die Figuren sind da Orte des Bewahrens und der Erinnerungen. Die Figur wirkt verletzlich, aber selbstbewusst und mutig. Ihr Gesicht aus feiner Baumwolle ist schokoladenbraun, mit gelben Faden sind Mund und Augen appliziert. An der Spitze ihrer goldenen Haube baumelt ein bronzenes Glöcklein. Der übrige Körper ist grün gewandet, der gestreifte Stoff glänzt seidig, deutlich herausgehoben der weibliche Schoß. In den Händen ein paar Rosen steht die Figur auf einem quadratischen Holzbrett, das mit Farbsprenkeln übersät ist. Diese Teile jetzt hier haben wieder so sehr persönliche Bezüge. Der Boden war mal ein Stück von meinem Atelierboden. Diese Rosen waren mal so ein Strauß, mit dem meine Mutter früher immer ihren Altar geschmückt hat. Das ist eine sehr weibliche Figur, die ist in Bezug auf das Lied, wo es um den Mutterschoß geht, aus dem alles entsteht. Das findet sich jetzt in dieser Figur hier, finde ich, ganz gut wieder. Eindeutig weiblich ist auch die Nachbarin. Auch sie verkörpert eine Haltung von Verletzlichkeit und gleichzeitigem Mut, aber ihre Haut ist nicht aus Stoff zusammengenäht, sie ist von oben bis unten bunt bestickt. Rot, gelb, grün, blau, weiß, braun in kleinsten Pixeln, die sich manchmal zu Ornamenten zusammenfinden. Und auf dem Kopf so etwas wie eine weiße Perücke. Die Figuren von Christine Fausten sind freundliche Mischwesen, schutzlos wie Kinder, überwältigend ehrlich kehren sie ihr Innerstes nach außen. Oder ist es ganz anders? Handelt es sich um Mutationen nach einer atomaren Katastrophe? Im April hatte ich letztes Jahr in Japan eine Ausstellung und die Besucher dort, die haben sehr emotional auf meine Figuren reagiert. Da gibt es einen bestimmten Ausdruck im Japanischen, der so viel bedeutet wie ein bisschen Angstmachendes, sehr starke Energie verströmendes. Gefragt nach weiteren aktuellen Bezügen gesteht die Künstlerin, dass diese bestehen, allerdings völlig ungewollt. Es ist schon so, dass durch diese Migrantenbewegung und so weiter, wo doch viele Leute kommen, die für uns im Äußeren ungewöhnlich sind, dass wir das dann gleich so als so fremd empfinden, anstatt das als Bereicherung anzunehmen. So empfinde ich das ein bisschen mit meinen Figuren, da sehe ich diesen Bezug. Christine Fausten bewegt sich im fruchtbaren Spannungsfeld zwischen Musik und bildender Kunst. Das zeigen auch die Bilder und Grafiken, die sie in Trier mit ausstellt. Farblich ähneln die Bilder den Figuren, zu sehen sind abstrahierte Rosen. Symbol für den Kreislauf der Natur und immer neu aufkeimendes Leben. Für Christine Fausten ein Kernmotiv.